Ja, hallo, ist wieder der Olaf aus dem sonnigen und sehr heißen Thailand. Heute gibt es ein Thai-Gericht, welches wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gegessen haben. Und ich denke mal, auch die meisten von euch lieben dieses Gericht. Und zwar gibt es gebratenen Reis. Heute haben wir uns für eine fleischlose Variante entschieden, und zwar gebratenen Reis mit Eier. Wie man das zubereitet, erfahrt ihr wie immer gleich. Bleibt dran! Wie man die Zutaten, natürlich Reis braucht, das ist das Wichtigste, Eier, dann Austernsoße, Zwiebeln und Karotten, schon klein geschnitten, dann Zucker, Pfeffer, Knoblauch, Kanar und Tomaten. Dann eine Chili-Soße und Öl. Wie immer kochen wir in einer Wokpfanne. Das Öl ist bereits heiß. Es kommt zuerst das Knoblauch rein. Ja, wenn ihr dieses Gericht nachkocht, dann achtet darauf, dass ihr keinen Jasminreis verwendet, sondern einen harten Reis, eine harte Reissorte. Der Reis wird natürlich zuerst gekocht, dann abkühlen lassen. Das ist sehr wichtig, bevor ihr ihn nachher weiterverwendet. So, als nächstes kommen die Eier rein. Eigelb und Eiweiß. Dynamische Nahaufnahme, wie immer. Ja, hier seht ihr noch die Austernsoße und die Chili-Soße, die wir verwenden. Die bekommt ihr in jedem Asien-Shop. So, dann schauen wir mal, was die Eier so machen. Ah. Kommt die Außensoße noch dazu. Dann Chili-Soße noch rein. Dann Zucker. Ja, eben wie immer Zucker nach Belieben, das kennt ihr ja schon. Jetzt noch Zwiebeln und Karotten dazugeben. Dann noch Kanar und die Tomaten dazugeben. Wie das duftet. Farbenfrohes Gericht. Jetzt kommt natürlich noch das Wichtigste dazu, der Reis. In der Zwischenzeit, wo ich warten muss, bis das Gericht gar gekocht ist, zeige ich euch nochmal diese herzigen Zwerghühner. Ja, meine Frau steht bereits mit dem Teller bereit. Ich denke mal, das wird für mich sein. Ihr seht hier noch die Beilagen, die man verwenden kann. Gurken und Frühlingszwiebeln. Das Ganze bereits angerichtet werden. Wunderbar. Ein einfaches, aber sehr leckeres Gericht. Gebratener Reis mit Eier. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert bitte meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.